Zwei Drittel der Deutschen trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Aber, liebe Freunde, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir schweigen nicht. Wir sind euer Sprachrohr. Die Katrin Göring-Eckardt etwa soll völlig erstaunt gewesen sein, als sie erfuhr, dass manche muslimischen Männer keine 72 Geschlechter wollen, sondern lieber 72 Jungfrauen. Liebe Freunde, wer das ganze Jahr von solchen Narren regiert wird, der braucht wohl keinen Fasching mehr. Prost beieinander! Selbst Söder drohte als Minister mit Rücktritt, sollte Deutschland nicht aus der Kernkraft aussteigen. Das ist genau dieser Söder, der die illegale Invasion widerspruchslos hingenommen hat, der die Firma seiner Frau mit Hunderttausenden Steuergeldern gefördert hat. Der in Deckendorf eine islamistische DTIP-Moschee mit Steuermillionen ausgestattet hat. Und der in Bayern für die größte Grundrechtseinschränkung seit Jahrzehnten verantwortlich war. Heute wissen wir, Covid war eine starke Erkrankung. Aber die Todeszahlen, die waren frisiert, auch und gerade in Bayern. Die Masken waren so nutzlos wie die Schulschließungen. Die Impfung lebensgefährlich und letztlich haben sich ein paar korrupte CSU-Amigos an unseren Steuergeldern, an unserem sauer verdienten Geld bereichert, liebe Freunde. Dieses Gegengift gegen den Wahnsinn heißt Alternative für Deutschland, liebe Freunde. Denn wir machen Politik für unser Volk. Wir machen Politik für euch. Es ist ein saugutes Gefühl, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, und ich habe es keinen Tag bereut.